Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wo ist Strong? In der letzten Folge haben wir Dr. Amari getroffen. Wolltest du Und jetzt was jetzt sagen sollen oder nicht? wir, ja. Wir haben ein Stück von Kelloggs Gehirn genommen, was irgendwie so eine Art Festplatte oder Schaltkreis ist. Den haben wir in Nick reingepackt. Aber können nicht darauf zugreifen, deswegen sollen wir mit ihrer Hilfe jetzt dafür sorgen, dass Das ich habe ich nicht irgendwie in mitbekommen. seine Erinnerung Entschuldigung. reingehe und ja, damit weiß, wo der Sohn ist von uns. Ich mache mal die Tür zu, weil jetzt kommt Strong. Und ja, das machen wir jetzt. Ich habe jetzt offscreen ein paar Sachen verkauft, ist aber jetzt nicht viel gewesen. Die ganzen Sachen, die ich noch eingelagert habe und so. Ich habe alles Sachen, ja. Alles Sachen, okay. Alle Sachen, bis auf meine Stimpaks und so, wegverkauft. Also ich habe keinen Red X, keinen Mad X, das werde ich sowieso wieder alles irgendwann finden. Und so darauf benutze ich das sowieso nicht. Also ja, das ist Wolltest du erstmal jetzt alles was weg. sagen oder nicht? Hat leider nicht gereicht, um den Raketenwerfer zu kaufen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt in die Erinnerung rein. Du kommst jetzt hier rein und bleibst jetzt auch hier drin. Und gucken mal, was passiert. Wird Nick das überstehen? Ja, die Okay, das haben Verbindung, wir doch das schon. löst aber nicht. Wir setzen Da dich. kann ich Er jetzt da ist der reingehen. Host. Legen wir Okay, los. legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Okay, jetzt kommen wir auch in so eine Simulation oder irgendwie sowas. Nehme ich an. Na gut. Memo-Sessel. Na gut, dann komm mal her. Tschüss, Strong. Ja, das ist echt wie in der Simulation von Fallout 3. Was jetzt passiert. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Ja, okay. Los geht der Trip. Was passiert jetzt? Ehrlich gesagt, gespannt. Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Kann meinen Charakter irgendwie nicht anzeigen. Ich kann den Pip nicht aufrufen und so. Da, das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Ich nehme an, ich kann hier nicht. Okay, ich kann hier nicht runterfallen. Okay. Und da. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Okay. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. RNK? Okay. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich gehe raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug.
What? Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Deinen Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Ach, Kelloggs Pistole, die ich jetzt hab. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Wenn ich gut hat, Gelockpistole so eine Hintergrundgeschichte hat, deswegen sollte ich die auch behalten erstmal, ne? Okay, was haben wir noch? Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Und gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche Ach, habe? Komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse Dann gucken. Haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß, Conny. Wir ans Bein gesteckt. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Conny? Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehme sie. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Ich will gar nicht wissen, wie ich im Moment aussehe. Das ist genau wie in Fallout 3, wenn man als Kind erspielt oder als Baby. Ist halt irgendwie nicht so geladen. Dann spielt man irgend so eine verdrehtes Viech irgendwie so. Wahrscheinlich sehe ich genauso jetzt aus, wenn ich sterben würde. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Sehr lieb ausgedrückt. Sie sind krepiert wie Hunde und du hast sie allein gelassen. Ich weiß immer noch nicht, wer die Ski sind. Ihr NK sagt mir was. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Also die RNK ist aus Fallout New Vegas. Aber Ski sagt mir jetzt nichts. Na gut gemacht hier, finde ich. Das war was Neues. Interessant bis jetzt. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. So, Gefühl, er wird die alle erschießen. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Ach, dann waren wir dann, ne? Was haben wir damit zu tun?
Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Oh Mann. Ja. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Sie sah aus wie so ein imperialischer Offizier von Star Wars. Nur in weiß halt. Die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Sieht aus wie ein Vault, oder? Die Vault-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Nein, sag jetzt nicht, ich muss nochmal den Tod beobachten. Hey! Oder bin ich? Das ist er. Da. Nein, nein. Mach's. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte. Habe ich da wieder eingefroren? Ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an Sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Sieh auf. Nein. Liebling. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Moment. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht! Verdammt! Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch einen Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay, alles in Ordnung. Ich, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hm. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ja, Mann, ja. Alte Wunden aufkratzen, warum nicht? Ist das... Dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ach, wenn ich da X drücke, dann werden Dialoge aufgerufen. Das war eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Ich habe mit alles am besten gesprochen. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten.
Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Ja, ich kann die Zeit damit anhalten. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Okay, lass mal halt mal. Mach mal einfach weiter. Ich hab sowieso jetzt schon so viel verpasst. Der Idiot schon wieder. Der Bürgermeister, er wird diesmal nicht sauer sein. Kellogg. Schon gut. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustelt, wird immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Okay. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wart. Mach's gut. Meine Güte, was ist denn das Institut? Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Teleportieren sich da rein. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ich dachte, er geht nur weiter hier. Kann ich wieder von neu angefangen werden? Wenn ich jetzt alle Dinger hier nochmal aufrufen. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden Sie sich nicht lange für ihn verkriechen können. Okay. Ja, was man hat. Das kann 100% Run sein, dafür ist es sowieso schon zu spät. Oh, dann komm. Wenn ich da jederzeit rein, dann wäre auch gut. Womit eigentlich nichts bringt, ne? Gut. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Muss nicht. Wie fühlst du dich? Bin ich gesund? Siehst du etwas
Schlechtes? Nein, aber er in mein Gesicht, weiß ich auch nicht, was man gut sehen kann. Wie gesagt, das ist alles Neuland. Aber deine neurologischen und physiologischen Werte sind wieder ganz normal. Medizinisch gesehen bist du gesund. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Ich habe Kelloggs Leben gesehen. Der Mann hat meine Familie ruiniert. Und ich habe ihn getötet. Ganz recht. Er war ein menschliches Wesen wie wir. Und er hatte Gründe für sein Verhalten. So grausam die auch war. Und wie fühlst du dich jetzt? Ich bin mir nicht sicher, Doktor. Ich weiß auch nicht, ob es da eine richtige Meinung gibt. Wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Wichtig ist, dass wir das größte Geheimnis des Instituts entdeckt haben. Teleportation. Ja, dann lass teleportieren. Frage ist nur, was machen wir jetzt? Was? Du hast keinen Teleporter rumliegen? Und ich dachte, du bist ein Geek. Das ist eine ernste Sache. Niemand außerhalb des Instituts kann solche Technologie herstellen. Moment, das könnte es sein. Die Erinnerung an den abtrünnigen Wissenschaftler Virgil. Wenn wir den finden. Gefällt mir. Die Erinnerung besagte, dass das Institut ihn bis zum leuchtenden Meer verfolgt hat. Aber das ist verrückt. Selbst ein Irrer würde den Ort meiden. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts. Angst. Strong. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Strong. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Ja, der ist ein Supermutant oder ein Ghoul. Wenn wir Virgil finden müssen, gehe ich ihn suchen. Wenn du gehen musst, dann bereite dich gut auf die Strahlung dort vor. Der Ort heißt nicht umsonst Leuchtendes Meer. Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Ich hab dir gerade einen Verkauf. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich. Ich bin einfach strong da rein. Habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Okay. Gut. Das leuchtende Meer. Einen Strahlenanzug habe ich, glaube ich, noch zu Hause. Powerrüstung kann ich auch noch aufballern, zur Not. Wo ist Nick? Also, da ist jetzt nicht das Problem. Schon irgendwie funktionieren. Also, wir sind erstmal etwas weitergekommen. Nick. What? Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Bereit für die zweite Runde? Dann los! Was? Wovon redest du überhaupt? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Nee, nimm mal mit, Nick. Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Nick hat Stil. Strong geht nach... wann konnte ich da nichts? Werden die angegriffen oder was? Okay. Geh zurück zur Red Rocket Raststätte und geh Doc mit auf den Nerven. Ja, ich habe Dogmeat wieder gefunden. Der war in verdammten... Dogmeat konnte ich echt nicht finden. Der hockt immer nur in Hundehütten anscheinend, so wie ich das da rausgefunden habe. Darf ich dich mal was fragen? Bis ich den mal gefunden habe, ne? Boah. Ja, okay. Schieß los. Es ist nur... All das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist, du machst da einiges durch. Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Mir geht's gut. Ha, du bist ein härterer Hund, als ich dachte. Härter, als ich war. Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte.
Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar. Aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth. Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute. Vielleicht sogar mehr. Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der zerbrochenen Maske. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will. Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken. Das CPR-Massaker? Nie von gehört. Die Commonwealth-Übergangsregierung. Vor vielen Jahren versuchte eine Reihe von Siedlungen, einen Bund zu gründen. Jede Siedlung mit auch nur einem Hauch Einfluss schickte Vertreter, die Verträge aushandeln sollten. Aber das Institut schickte einen eigenen Vertreter. Einen Synth, der sämtliche anderen Vertreter bei den Gesprächen umlegte. Die Commonwealth-Übergangsregierung war Geschichte, bevor sie überhaupt gegründet wurde. Kurz darauf bin ich in die Stadt gezogen. Ich hatte echt Glück, dass die mich nicht direkt wieder weggejagt haben. Zerbrochene Maske? Das war lange, bevor ich in die Stadt zog. Aber offenbar kam eines Tages ein Herr nach Diamond City, um bei Power Noodles zu essen. Offenbar hat ihm das Essen nicht gemundet. Er zog seine Pistole und schoss auf die anderen Gäste. Als die Sicherheitskräfte ihn dann ausreichend durchlöchert hatten, stellten sie fest, dass er voller Servos und Schrauben war. Genau wie meine Wenigkeit. Hatte wohl eine Fehlfunktion. Ist durchgedreht. Damals ja, weil er Nudeln gegessen hat. Dass Synths langsam nicht mehr aussahen wie ich, sondern mehr wie sie selbst. Wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hatten, hatte ich echt Glück, dass die Leute mich überhaupt in die Stadt gelassen haben. Aha. Warum haben sie dich reingelassen? Weil ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts. Die junge Miss Roberts entschied sich, mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen, den sie gerade einmal einen Abend lang kannte. Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an. Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion. Aber ihm war das egal. Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich bin. Und den Leuten schien das zu imponieren. War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in Diamond City holte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen. Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Also kamen sie zu mir, wenn jemand vermisst wurde. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit. Geht zum Synth. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss. Hol Nick. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten. Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete. Ich war zwar noch immer Nick der Synth, aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten. Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen. Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden. Lange Geschichte. Aber ich hoffe, sie hilft. Sollen wir dann los? Okay, cool. Ein bisschen Hintergrundgeschichte von Nick. Dann würde ich sagen, machen wir irgendwas anderes außer der Hauptstory erstmal. Weil, wo ist denn das? Ich würde sagen, wir machen mal das hier, weil die habe ich irgendwann mal random bekommen. Bei der Burg. Und das ist hier, okay. Dann gehen wir da als nächstes hin, würde ich sagen. Oder irgendwo anders. Keine Ahnung. Jedenfalls bedanke ich mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.